Hi, ich bin Janina und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich meinen Lesemonat Mai für euch. Das heißt, ich möchte euch alle Bücher zeigen, die ich im letzten Monat beendet habe und euch auch kurz meine Meinung über die Bücher mitteilen. Es sind tatsächlich 9 Bücher geworden und ich denke, ich fange damit an, euch das Buch zu zeigen, was mir am wenigsten gefallen hat und am Ende dann mein Monatshighlight. Im letzten Monat war auf jeden Fall kein absoluter Flop dabei, was mich schon mal mega freut. Ich muss jedoch mit einem Buch anfangen und am wenigsten gefallen hat mir Haunted Deal von Ayla Date aus dem Piper Verlag. Ich möchte jedoch anfangen zu sagen, dass das auf jeden Fall kein schlechtes Buch ist und es mich auch gut unterhalten hat. Es gibt jedoch ein paar Dinge, die mich ein bisschen gestört haben und ja, es nicht zu einem Highlight haben werden lassen. In dem Buch geht es um Madison, die in New York an der NYU Jura studiert. Jedoch ist sie auf Ritalin angewiesen, um ihre Konzentration hochzuhalten. Das Medikament nimmt sie auch schon seit Monaten ein. Und da man da nicht so ganz leicht drankommt, ja, erhält sie es von Oliver, der ebenfalls ein Kommilitone von ihr ist und aber auch dunkle Machenschaften sozusagen mit der New Yorker Mafia am Laufen hat. Und über ihn erhält sie eben das Ritalin. Eines Tages braucht Oliver jedoch ihre Hilfe für eine Aufgabe, die er von der Mafia erhalten hat. Und sie gehen einen kleinen Deal ein. Sie wird seine Freundin. Jedoch gehen sie erst einmal nur eine Fake-Beziehung ein. Das heißt, ja, sie tun, als ob sie zusammen wären. Und ja, Madison erhält dafür weiterhin die Medikamente. Dann nimmt das Ganze so seinen Lauf und wird zwischenzeitlich ganz schön spannend. Und auch echt ergreifend. Also ich habe wirklich mit den Charakteren mitgefiebert, auch wenn sie mich von ihrer Tiefe her nicht ganz überzeugen konnten. Das heißt, für mich hat da ein bisschen was gefehlt. Zwischendurch ging es mir zu schnell und vor allem auch das Ende, da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Nichtsdestotrotz ein wirklich tolles Buch und ich kann es definitiv weiterempfehlen. Ich freue mich auch schon mehr von der Autorin zu lesen und ja, vielleicht war dieses ganze Mafia-Ding einfach nicht so wirklich was für mich. Als nächstes habe ich die ersten beiden Bände einer Fantasy-Reihe für euch. Und zwar Band 1 und Band 2 von Kaleidra von Kira Licht. Ich habe das Hörbuch zu Band 1 direkt am Anfang des Monats gelesen und zu Beginn konnte es mich nicht wirklich fesseln. Es war ziemlich schleppend und irgendwie bin ich nicht wirklich in die Geschichte reingekommen, leider. Nichtsdestotrotz war der Spannungsbogen, irgendwann ging er durch die Decke und ich musste, nachdem ich das Buch beendet hatte, sofort mit Band 2 weitermachen. Und dieses hier war deutlich besser, deutlich spannender und hat mich direkt mehr in den Bann gezogen. Ich denke mal, das lag auch daran, dass ich dann besser in die Welt hineingefunden habe. Emilia liebt Rätsel und als sie dann in einem Museum auf das Voynich-Manuskript stößt, spürt sie, dass sie einem unglaublichen Mysterium auf der Spur ist und von da an entwickelt sich dann alles weiter. Sie deckt ein großes Geheimnis auf und erfährt dann auch, dass sie zu diesem Geheimnis so ein bisschen dazugehört. Tatsächlich muss ich sagen, dass mich das Ganze ein bisschen an die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier erinnert hat. Wer die Reihe kennt, weiß, dass die Protagonistin Gwendolyn auch in so eine geheime Loge aufdeckt und auf einmal merkt, dass sie Teil des Ganzen ist. Und ganz ähnlich ist es auch hier bei Kaleidra, auch wenn es im Großen und Ganzen um andere Dinge geht. Aber ja, der Aufbau der Bücher war doch relativ ähnlich. Tatsächlich geht es dann auch ein bisschen um Liebe, ebenfalls in den Büchern und viele spannende Dinge, die dort passieren. Eine große Rolle spielt auch die ägyptische Mythologie, fand ich richtig interessant. Weniger interessant waren für mich die physikalischen Inhalte der Bücher, weil Physik einfach nie oder Chemie generell nie etwas für mich war. Wer diese Fächer mochte, hat, kann auf jeden Fall was in den Büchern wiederfinden. Und ja, Band 1 habe ich 3 Sterne gegeben und Band 2 dann 4 Sterne. Ich freue mich jedoch sehr, in Zukunft Band 3 zu lesen. Also die Reihe ist auf keinen Fall abgeschrieben. Ich möchte sie gerne beenden. Ein dritter Teil wird noch folgen. Und ja, darauf bin ich sehr gespannt. Als nächstes möchte ich euch ein weiteres 4-Sterne-Buch zeigen. Und zwar Love Letters to the Dead von Ava De Lara. Das Buch ist schon ein bisschen älter. Ich meine, es ist 2015 erschienen. Genau, 2014, 2015 und auch meine Ausgabe ist schon ein bisschen älter, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist sie hier vorne relativ kaputt. Ich habe es tatsächlich auf einem Flohmarkt gekauft, super günstig und da ich das Buch schon öfter mal gesehen hatte, wollte ich es einfach gerne lesen und das habe ich jetzt endlich auch getan. In dem Buch geht es um Laurel, die kürzlich ihre Schwester verloren hat.
durch einen tragischen Unfall und trotzdem gibt Laurel sich an dem Tod eine gewisse Schuld. In dem Buch gibt es auf jeden Fall einige schwierigere Szenen, die mir wirklich unter die Haut gegangen sind. Es ist absolut emotional und auch tiefgründig, wie Laurel mit dem Verlust ihrer Schwester umgeht und wie ihr Leben so ein bisschen aus den Fugen gerät, weil sie sich einfach nicht mehr selbst im Griff hat durch ihre Trauer. Also das Buch ist auf jeden Fall ein großer Batzen an Trauerbewältigung und ja, sie ist noch eine Jugendliche, 15 Jahre alt. Sie stellt ganz schön viel an, um ja, irgendwie mit ihrem Leben wieder klarzukommen. Sie verdrängt das Ganze auch so ein bisschen und das Spannendste fand ich aber, dass das Buch in Briefen geschrieben ist. Das heißt, Laurel schreibt Briefe an tote Persönlichkeiten, wie zum Beispiel an Kurt Cobain, Amy Winehouse oder auch Heath Ledger. Und das fand ich eigentlich an sich eine richtig coole Idee. Das Einzige war, dass mir einige der Persönlichkeiten, an die sie schreibt, nicht bekannt waren oder nicht so bekannt waren. Ich hatte vielleicht die Namen schon mal gehört. Und dann hat man halt einiges nicht ganz so gut verstanden, wenn sie an die Persönlichkeiten schreibt und ja, Dinge aus deren Leben erwähnt und die für mich dann vollkommen neu waren. An sich mochte ich die Idee mit den Briefen aber und das Buch hat mir auch wirklich gut gefallen. Jedoch hatte es auf jeden Fall seine Schwächen und es ist halt ein älteres Young Adult Buch, vielleicht nicht mehr ganz zu vergleichen mit denen, die jetzt heute auf den Markt kommen. Ja, aber trotzdem hat es mir schöne Lesestunden bereitet und vor allem zum Ende hin konnte ich gar nicht mehr aufhören, es zu lesen. Und jetzt kommen wir einfach zu einem riesen Batzen an Büchern, der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Also alle weiteren 5 Bücher, die ich euch zeigen möchte, waren absolute Highlights. Irgendwie bin ich momentan wirklich happy mit meiner Buchauswahl. Und beginnen tue ich jetzt einfach mal mit der einzigen Graphic Novel, die ich diesen Monat gelesen habe. Heartstopper Volume 4 von Alice Osman. Das ist eine Graphic Novel Reihe. Wie gesagt, der vierte Band oder viertes Volume der Graphic Novel Reihe und hat mir unglaublich gut gefallen, wie alle vorherigen Bände auch. Es geht um Nick und Charlie, zwei Jungs, die sich kennen und lieben lernen. Und in den einzelnen Bänden begleiten wir die beiden durch ihre Beziehung, durch ihr Outing vor ihren Familien, Freunden und der Schule und so weiter. Und jetzt in Band 4 wurden zum ersten Mal auch so richtig ernstere Themen angesprochen. Es geht in dem Buch um psychische Probleme, um ja, Ängste, um auch Essstörungen. Ich finde jedoch, Alice Osman hat diese schwierigen Themen wirklich gut in die Geschichte eingebunden, sie toll thematisiert. Es gibt auch zwischenzeitlich im Buch auch immer wieder Seiten, Websites, wo Betroffene sich dran wenden können, wenn sie sich in einer ähnlichen Lage befinden. Also einfach nur fantastisch. Ich liebe die Zeichnung. Ich blende euch hier gleich mal so einen kleinen Ausschnitt ein, wie das Buch so aufgebaut ist. Natürlich lest nicht zu genau nach, weil das würde vielleicht spoilern, wenn ihr die Reihe noch gar nicht gelesen habt. Aber allein um mal die Zeichnungen zu sehen und die Bilder. Und falls ihr die Reihe noch nicht kennt, ich kann sie euch so, so, so ans Herz legen. Auch wenn ihr keine Graphic Novels kennt, das war tatsächlich auch meine erste Graphic Novel Reihe. Und ich bin total verliebt. Also eine riesen, riesengroße Empfehlung. Tatsächlich wird die Reihe auch in Zukunft als Netflix-Serie erscheinen und ich bin super gespannt darauf und freue mich schon sehr. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich auf Instagram eine Leserunde zusammen mit der lieben Jenny ins Leben gerufen, wo wir Throne of Glass lesen. Und im Mai waren die ersten beiden Bände dran, also Die Erwählte und Kriegerin im Schatten. Beide Bücher seht ihr hier auf einmal, weil ich beide Bücher absolut geliebt habe. Beide haben 5 Sterne bekommen und ich weiß wirklich nicht, wieso es so lange gedauert hat, bis ich diese Reihe endlich begonnen habe. Absolut spannend, absolut fesselnd und dann der Schreibstil der Autorin so, so gut. Ich habe echt keine Worte für die Bücher. Ich kann es kaum erwarten, morgen den dritten Band zu beginnen und ja, endlich zu wissen, wie es weitergeht, denn Band 2 hat einen ganz schön fiesen Cliffhanger am Ende. Ich glaube, ich habe mittlerweile schon viel über diese Reihe gesprochen, aber falls ihr sie nicht kennt, gebt ihr auf jeden Fall eine Chance. Einfach mega gut. Und damit sind wir auch schon bei den letzten beiden Büchern angekommen aus meinem Lesemonat. Tatsächlich 2 Bücher aus dem Lux Verlag. Einmal Between Your Words von Emma Scott, was ich erst heute Morgen tatsächlich beendet habe. Und Back to Us von Morgan Moncombe. Das ist eine französische Schriftstellerin, von der ich alle Bücher, die bisher bei Lux erschienen sind, gelesen habe und wirklich gemocht habe. Und Emma Scott ist sowieso, ich glaube, meine liebste New Adult Autorin. Ich kann mich da nie ganz entscheiden zwischen ihr und Brittany C. Cherry, aber
Ja, die Bücher sind einfach fantastisch. Dann beginne ich auch direkt mal mit Between Your Words. Ich habe das Buch innerhalb von 2 Tagen als Hörbuch gehört, also komplett durchgesuchtet. Ich glaube, es hatte 13 oder 14 Stunden, Hörbuchstunden sozusagen. Und es hat mich so tief berührt. Es war unglaublich schön. Ihre Bücher, müsst ihr wissen, sind auf jeden Fall immer super emotional und ergreifend. Also, das muss man mögen, aber ich liebe es auf jeden Fall. In dem Buch wird ein ziemlich ernstes Thema behandelt, und zwar geht es um Thea, die nach einem schweren Autounfall an einer Art Amnesie leidet. Das heißt, an einem sehr starken Gedächtnisschwund. Sie hat tatsächlich so gesehen gar kein Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis mehr. Sie hat immer ungefähr 3 bis 5 Minuten, bevor ihr Kurzzeitgedächtnis gelöscht wird und sie wieder bei Null beginnt sozusagen. Sie kann sich nur noch erinnern, dass es diesen Unfall gab, aber sie weiß nicht, wo sie lebt. Sie ist in einem Art Pflegeheim untergebracht, in einer Klinik, und ja, alle 5 Minuten beginnt ihr Leben so gesehen wieder bei Null. Bisher gibt es keinerlei Möglichkeiten, sie zu heilen. Und als dann Jim Wieland als Hilfspfleger in dieser Klinik beginnt und auf Thea trifft, ja, ist er sofort von ihr eingenommen, von ihrer Art und Weise, wie sie lebt, trotz dieser Schwierigkeiten, wie sie scheinbar glücklich zu sein scheint. Und er tut dann eben, er möchte dann eben alles dafür tun, dass sie sich wohlfühlt, dass es ihr gut geht und ihr eben diese schönen, und ihr eben diese 5 Minuten so schön macht, wie es eben geht. Aber er merkt ziemlich bald, dass das ganz schön schwierig ist, und er sieht, dass Thea leidet, auch wenn es nach außen hin nicht so scheint. Emma Scott bringt in ihre Bücher immer eine Art von Kunst ein. In diesem Buch geht es um Kunst. Thea ist eine Malerin, eine sehr begabte Malerin, die, bevor sie eben krank wurde, eine große Karriere vor sich hatte. Und ihre Kunst vermittelt sie Jim jetzt in, ja, in einer Art und Weise, dass es ihr nicht gut geht. Und er versucht dann eben alles, um den Ärzten begreiflich zu machen, dass man vielleicht doch etwas tun kann, dass sie noch da ist, dass nicht alles weg ist, dass sie sich teilweise doch erinnern kann. Und dann gibt es eine Art von Behandlungsmethode, von der keiner weiß, ob sie wirklich hilft, ob es sich etwas verändern wird oder vielleicht sogar verschlechtern wird. Und Jim steht eben vor dieser harten Entscheidung. Er weiß nicht, hat diese Liebe, also es entwickelt sich langsam eine Liebe zu Thea, eine Chance oder doch nicht? Es ist super schwer für mich, das Buch gerade in Worte zu fassen. Mir hat es jedoch richtig, richtig gut gefallen. Es ist ein mega guter New Adult Roman mit tiefen Gefühlen und Emotionen. Ja, ganz nach Emma Scotts Schreibstil. Also vielleicht habt ihr schon ein Buch von ihr gelesen. Das hier ist auf jeden Fall eines meiner Liebsten. Neben Never Doubt, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich freue mich schon auf ihre nächsten Romane. Dann kommen wir jetzt noch zu Back to Us, und dieses New Adult Buch ist etwas ganz Besonderes, keins in der Art, wie ich es schon mal gelesen habe, und tatsächlich ist es wie ein K-Drama aufgebaut. Das heißt, das Buch ist nicht in Abschnitte und Kapitel eingeteilt, sondern in Staffeln und Folgen, also wirklich ganz wie bei einem K-Drama, einer TV-Show. Und ja, das war auf jeden Fall richtig cool zu lesen. Auch die Protagonisten haben mir sehr gefallen. Es geht um Aaron und um Fleur, die sich bereits als Kinder kannten, beste Freunde waren und sich dann jedoch aus den Augen verlieren, als Aaron plötzlich wegzieht. Und sie treffen eben viele Jahre später wieder aufeinander, diesmal in einem ganz anderen Setting. Aaron arbeitet bei einer Produktionsfirma im Game Design, und Fleur beginnt eben dort bei dieser Firma als Autorin für die Spiele sozusagen. Sie entwickelt so gesehen den Plot für das Videospiel, was gerade designt wird. Und Aaron ist jedoch total abweisend zu ihr, scheint sie gar nicht mehr zu erkennen, und ja, sie merkt schnell, dass er niemanden an sich ranlässt, er keine Freunde hat und ziemlich einsam ist. Und ja, sie versucht dann natürlich alles, um ihn wieder da rauszuholen, um ihn erinnern zu lassen, ja, was das Leben an Wert hat. Und ja, wirklich eine wunderschöne Geschichte, hat mir sehr gut gefallen. Und dieser besondere Schreibstil und die besondere Art, die Kapitel aufzuteilen, hat mir wirklich gefallen. Auch natürlich, vielleicht kennt ihr K-Dramen, sie sind immer ein bisschen übertrieben. So war es auch in diesem Buch, aber das muss man eben einfach vorher wissen. Und mir hat das sehr gut gefallen.
So, das waren sie auch schon, alle 9 Bücher, die ich im Mai gelesen habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr kennt vielleicht schon eines der Bücher. Lasst es mich gerne wissen, wie sie euch gefallen haben oder ob ihr noch ein Buch davon lesen möchtet. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich freue mich immer sehr darüber. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Es gibt eigentlich wöchentlich neue Videos von mir. Und ja, das war es dann auch schon von diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.